Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute möchten wir euch gerne eines unserer bestehenden Fahrzeuge etwas näher bringen. Unseren Raven 4x4 Brushless. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, willkommen zurück. Heute machen wir das Unboxing von unserem Raven. Ein ziemlich cooles Fahrzeug. Wir schauen mal, was drin ist. Und dann gehen wir ein bisschen mehr drauf ein. So, wir haben alles rausgeholt, was im Lieferumfang ist. Was zeigt uns das? In erster Linie, dass das Fahrzeug eigentlich fertig aufgebaut kommt. Räder sind montiert, die Elektronik ist drin, das Ding ist quasi fahrfertig aufgebaut. Der mitgelieferte Akku ist ebenfalls schon eingebaut. Zeige ich euch gleich, wenn wir die Haube runternehmen. Das Einzige, was noch zu montieren wäre, ist einmal der Heckflügel. Wir haben das Fahrzeug einmal fahrfertig aufgebaut stehen. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht, wenn alles montiert ist. Zunächst gehen wir aber noch ein bisschen auf den Lieferumfang ein. Wir haben einmal die vollständige Anleitung in Deutsch und in Englisch dabei. Da wird eigentlich alles beschrieben, was das Fahrzeug betrifft, was das Laden betrifft, was den Sender betrifft. Und wir haben hier noch zusätzlich ein bisschen Werkzeug bei, um halt den Heckflügel und so weiter zu montieren. Bei dem Fahrzeug gibt es so ein paar Sachen, die relativ besonders sind. Und zwar, die größte Besonderheit ist eigentlich, dass wir zu dem Fahrzeug einen vollwertigen 80 Watt Computerlader mitliefern, um den bestehenden Akku oder halt bestehende Akkus zu Hause oder sonstige Akkus, die man im Betrieb hat, laden zu können. Es ist eigentlich ein Standard Computerlader, wie er auch im Fachhandel eigentlich einzeln zu beziehen wäre. Wir haben uns einfach nur gedacht, wir legen es einfach mal direkt mit dazu. Der Lader 80 Watt, also wir haben hier einen Ladestrom in dem Falle jetzt für Lipos bis 6S, die dann bequem mit 8 oder 10 Ampere Ladestrom geladen werden können. Beziehungsweise, wenn ich jetzt einen Akku anschließe und lade, würde die Ladespannung etwas runtergehen bei 3S. Wir reden aber immer noch über 4, 5 Ampere Ladestrom. Das heißt, der bestehende Akku, der dabei ist, kann in einer halben, dreiviertel Stunde bis Stunde maximal wieder vollgeladen werden. Zum Ladegerät selber liegt noch einmal das 220 Volt Stromkabel dabei. Wir haben hier einmal ein zusätzliches Kabel für unterwegs, halt für Autobatterie oder ähnliches. Also es ist nicht nur ein reiner 220 Volt Lader, sondern tatsächlich ein 12 und 220 Volt Lader. Und wir haben hier einmal das Ladekabel dazu. In dem Falle jetzt passend auch für den mitgelieferten Akku. An der Seite steckt man einmal das Ladekabel ein und hier sind auch die Balancer-Ausgänge für Lipos, Liphe, Lithium-Ionen, wie auch immer von 2 bis 6S. Zusätzlich kann mit dem Ladegerät geladen werden. Nickel-Cadmium, Nickel-Metall-Hydrid, ganz normale Blei-Akkus, also im Prinzip alles, was an Akkus jetzt momentan am Markt zur Verfügung steht. Vollständige Anleitung zum Ladegerät ist ebenfalls dabei, in Englisch. Allerdings haben wir bei uns auf der Homepage auch die Anleitung zu dem Ladegerät in Deutsch hinterlegt. Ist nicht ganz unwichtig. Und zwar gibt es oft den Anfängerfehler, dass man Lipos eventuell im falschen Programm lädt. Im Nickel-Metall-Hydrid, Nickel-Cadmium-Programm, wie auch immer. Was nicht unbedingt gut ist. Weder für den Akku noch fürs Ladegerät. Also es kann schon viele Gefahrenquellen beinhalten, dass ein Lipo-Akku im falschen Programm auch unter Umständen sich aufbläht, wie auch immer. Also da bitte ganz dringend die Anleitung auch ausführlich lesen, wie ein Akkutyp eingestellt wird, um ihn anständig zu laden. So, zum Fahrzeug. Ich hole einmal das aufgebaute Fahrzeug dazu. So sieht das Fahrzeug dann aus, wenn es tatsächlich fertig montiert ist mit dem Flügel. Wir haben hier die Wheelie Bar, die ist halt schon serienmäßig auch angebaut. Und wir schauen mal rein, wie es von innen aussieht.
Als allererstes, wenn wir das Fahrzeug öffnen, fällt uns eigentlich sofort auf, dass hier ein Schutznetz bei ist. Und zwar wird das einfach hier über die Ecken gezogen. Das hat ein paar große Vorteile. Und zwar ist einmal das gesamte Innenleben zusätzlich nochmal vor Staub, Schmutz, Dreck, Wasser oder ähnlichem geschützt. Das ist atmungsaktiv, also Wärme kann raus, aber es kommt sehr wenig rein. Hat dann den Vorteil, dass ich hier, da wo die Komponenten sitzen, eigentlich sehr, sehr wenig Rückstände, Dreck, Matsch oder ähnliches habe, was auch die Langlebigkeit des Fahrzeugs zusätzlich nochmal sichert. So, Akku. Der serienmäßige Akku, der mitgeliefert wird, 3S, 11,1 Volt, 4000 mAh Akku mit 25C. Dann haben wir einen Brushless-Motor mit 2650 kV und einen 120 Ampere wasserdichten Regler. Die gesamte Elektronik ist wassergeschützt, durch das zusätzliche Netz halt nochmal deutlich mehr geschützt, auch was den Empfänger und so angeht. Und wir haben eine LED-Beleuchtung, die über den Sender ein- und ausschaltbar ist. Bedeutet hier vorne zwei helle weiße LEDs und hinten zwei helle rote LEDs. Einfach auch für Fahrten jetzt bei Dämmerung zum Abend hin oder wie auch immer. Dann haben wir viele wichtige Teile in Aluminium gefertigt. Wir haben hier einmal den Tunnel komplett geschützt. Das heißt, hier läuft im Prinzip die Antriebswelle durch, die auf die Diffs geht. Die ist also hier nochmal zusätzlich geschützt. Wir haben hier CVD-Antriebswellen verbaut, also relativ gute Komponenten. Und wir haben das Fahrzeug serienmäßig mit einer Centerplate in Aluminium ausgerüstet. Das Ganze gibt dem Fahrzeug eigentlich nochmal deutlich mehr Stabilität, quasi auf der längeren Seite, dass es ja gegen Verwindungen oder ähnliches im Gelände nochmal deutlich mehr geschützt ist. Und auch bei Becher-Einsätzen, also Sprüngen oder ähnliches, einfach nochmal deutlich mehr Stabilität hat. Die Dämpfer sind massive Öldruckdämpfer, die einstellbar sind über Wendelschrauben. Mit einem relativ guten Öl ausgestattet. Es ist ein mittelhartes Öl in dem Falle, um halt große Dämpferwege zu ermöglichen und dieses Nachschwingen des Fahrzeugs nach Sprüngen oder ähnliches zu verhindern. Ist natürlich frei wählbar, kann sich jeder Kunde selbst aussuchen, ob er ein anderes Öl einfüllt oder nicht. So wie es kommt, ist es aber eigentlich eine gute Kompromisslösung und es fährt so sehr gut. Die Wheelie-Bar, gerade jetzt im Gelände und so weiter, wo er wirklich auch auf Sprüngen mal Traktion kriegt, hat seinen Sinn. Also das Fahrzeug geht da schon des Öfteren mal auf die Hinterbeine. Die Wheelie-Bar verhindert eigentlich in dem Fall jetzt, dass das Fahrzeug sich nach hinten überschlägt. Was haben wir noch drin? Wir haben hier nochmal, ich hoffe, man kann es hier sehen, zusätzliche Schutz angebracht gegen Schläge, Steine oder ähnliches, weil hier der Dämpfer angeschraubt ist. Gibt dem Ganzen einfach nochmal mehr Stabilität. Die Dämpferbrücken sind massiv aus Aluminium. Wir haben hier eine Verstrebung und das Fahrzeug ist eigentlich modular aufgebaut. Das sind quasi drei Module. Wir haben einmal das Mittelstück mit der gesamten Elektronik. Wir haben einmal die Hinterachse und die Vorderachse. Rein theoretisch könnte ich mit wenigen Handgriffen, indem ich hier die Schrauben löse, hier was löse, da was löse, könnte ich quasi Hinterachse und Vorderachse einfach dran wegnehmen. Das ist also für Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten oder ähnliches sehr cool gemacht, muss ich sagen. Das Lenkservo ist ein 9 Kilo Metallgetriebe-Servo. Standardgröße, also auch optional tauschbar gegen zum Beispiel, wenn man möchte, ein stärkeres Servo, ein schnelleres Servo, wie auch immer. Das bleibt dann letztendlich jedem selbst überlassen. So, Sender haben wir einen Vierkanalsender dabei mit verschiedenen Funktionen. Wir haben einmal einen Schalter für die Beleuchtung. Wir haben hier zum Beispiel einmal den Swaddle-Trim und den Steering-Trim, also Lenkungstrimmung und Gastrimmung. Und zusätzlich haben wir Dualraten für Lenkung und Gas. Beinhaltet letztendlich oder gibt mir die Möglichkeit, den Lenkausschlag entsprechend einzustellen, wie weit meine Lenkung überhaupt arbeitet, beziehungsweise mit welcher Geschwindigkeit das Fahrzeug in der maximalen Stufe zu fahren ist. Ich kann es hier also runterregeln, ich kann schneller oder langsamer drehen, wie ich möchte. Zum Fahrzeug selber gibt es eigentlich erstmal gar nicht mehr so viel zu sagen.
Außer dass es in der Klasse, wo es unterwegs ist, mit Sicherheit von der Ausstattung her ein sehr, sehr gutes Fahrzeug ist. Also Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem Ladegerät, dem mitgelieferten Akku, Schutznetz und allem, was dazugehört, ist sehr gut. Das Fahrzeug ist sehr gut beherrschbar, auch gleichermaßen für Einsteiger wie Fortgeschrittene geeignet. Einfach durch die Funktion, dass ich halt die Lenkung und die Gasgeschwindigkeit oder die Geschwindigkeit hier über den Sender nochmal regeln kann. Wenn ihr Fragen zum Fahrzeug habt, irgendwelche Anregungen dazu habt, irgendwas wissen wollt, schreibt uns gerne. Das Fahrzeug ist seit längerem im Handel verfügbar. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns einfach ein Like da lasst fürs Video, unseren Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.